Und damit hallo und herzlich willkommen zu Mass Effect 2. Ich war mir ja, wie ich Mass Effect 1 Legendary Edition oder wie gesagt Legendary Edition geholt habe, beim EA Pass, 15 Euro, bla bla bla, habe ich mir einfach erzählt im ersten Teil. Nicht sicher, ob ich auch einen zweiten spielen werde und den dritten. Aber ich bin durch den ersten wieder so drin gewesen, dass ich halt den ersten innerhalb von einer Woche durchkaut habe. War es überhaupt eine Woche? Ich glaube, das war eine Woche, ja. Nein, nicht mal. Heute ist Freitag. Das heißt, jetzt ist eine Woche im Prinzip, wo ich das anfange aufzunehmen. Gut, es ist schon Samstag, dauert halt 30 Minuten, aber ihr wisst, was ich meine. Und es hat sich echt gebockt. Es hat sich echt wieder gebockt, das neu anzufangen. Deswegen kann ich nur empfehlen, wer das noch nicht gespielt hat, holt es euch. Spielt's. Ist im EA Pass, Promo Pass, Pro Pass, keine Ahnung, für 15 Euro drin oder für 70 Euro dann halt auf Konsole oder 60 dann auf PC. Steam gibt's das auch. Musst du aber wahrscheinlich trotzdem über Origin starten. Zum ersten nochmal kurz ein Thema. Ich habe ja nicht gewusst, was ich für ein DLC, ob ich die gespielt habe oder nicht. Es gab für den ersten Teil scheinbar nur einen richtigen DLC, Missions-DLC, und das war der auf diesem Asteroiden, wo wir diese Antriebs-Dinger ausgeschalten haben, wo ja diese Bartarianer-Terroristen waren. Das war scheinbar der DLC. Habe ich damals nicht gespielt, weil ich mir keine DLCs gekauft habe, Ewigkeiten, keine Kreditkarte oder sonst irgendwas, also habe ich es mir auch nicht geholt. Ich glaube, ich hatte auch kein Internet. Bin mir gerade nicht sicher. Wir waren ziemlich spät mit Internet dran. Und war eine coole Mission. Ich war mir gar nicht mehr sicher, ob die da eigentlich so dazu gehört haben. Jetzt weiß ich aber, dass es ein DLC ist. Beim Mass Effect 2 gibt es natürlich auch 3 oder 4 solche DLCs und beim 3er glaube ich auch. Mir stand ein neues Spiel. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, gerade schon mal angefangen und habe dann, glaube ich, irgendwas vermasselt beim Charakterauswahl. Und wir waren auf 49, was mich nochmal schockiert. Weiter. Status von Rex. Wenn mal überlebt. Ashley Williams wurde mal getötet. Wurde beim Angriff auf Citadel von Commander Shepard gerettet. Shepard hat Captain Anderson wird jetzt im Rat. Ach so, okay, das ist bloß das. Wow, dann hätte ich gar nicht aufhören brauchen, weil ich hier nochmal gestoppt habe, weil ich gedacht habe, ich habe. Ach ja, gut, da steht der Werdegang. Ich habe den Charakter nicht richtig erstellt. Shepard ist auf dem Weg des Vorbilds gefolgt. Soldat. 49, John Shepard. Also im Prinzip kann nur Rex sterben und einer von den zwei. Naja, und den Rat. Aber Alter, den Rat. Wer wären. Ich habe den Rat nie sterben lassen, ne? Sehen wir den überhaupt nochmal wieder? Ich bin mir gerade nicht mal mehr sicher. Wir starten! Mass Effect 2 Electronic Arts Presents. Und ich halte jetzt die Fresse. A BioWare Production, das muss ich noch sagen. Shepard hat alles richtig gemacht. Er hat alle unsere Hoffnungen übertroffen. Commander Shepard deckte die Wahrheit auf. Und trotzdem reicht das nicht aus. Wir sind im Krieg. Niemand will es zugeben, aber die Menschheit wird angegriffen. Aber sie lassen ihn Geth bekämpfen. Geth. Wir beide wissen, die sind nicht die wahre Bedrohung. Die Reaper sind immer noch da draußen. Und es ist unsere Aufgabe, sie aufzuhalten. Der Rat wird Cerberus niemals vertrauen und darum auch nicht unsere Hilfe annehmen. Und das nach allem, was die Menschheit bisher erreicht hat. Aber Shepard, ihm werden sie folgen. Er ist ein Held, ein verdammtes Idol. Aber er ist nur ein einzelner Mann. Verlieren wir Shepard, geht vielleicht die ganze Menschheit unter. Dann sorgen Sie dafür, dass wir ihn nicht verlieren. Einen Monat nach dem gewaltigen Angriff der Geth auf die Citadel ist die galaktische Gemeinschaft mit dem Wiederaufbau beschäftigt. Die Allianz Flotte hat ein gewaltiges Opfer gebracht, um die Citadel Rat zu retten. Deshalb wurden die Menschen auch in eine erlesene Gruppe aufgenommen. Der Rat muss nun auf Beweise reagieren, denen zufolge die Reaper, gewaltige Maschinen, die alle 50.000 Jahre sämtliche organische Zivilisationen auslöschen, zurückgekehrt sind. Um Gerüchte 1... Wollt ihr mich verarschen? Wer liest denn das so schnell? Schalte ÜLG-Antriebe ab. Emissionsspeicher aktiv. Grünes Licht, wir sind im Tarnmodus.
Wir verschwenden unsere Zeit. Seit 4 Tagen durchkämmen wir diesen Sektor und noch kein einziges Zeichen von Geth-Aktivität. 3 Schiffe sind hier während des letzten Monats verschwunden. Irgendwas muss mit ihnen passiert sein. Ich tippe auf Sklavenhändler. Im Terminus-System wimmelt's von denen. Empfange etwas auf dem Langstreckenscanner. Unidentifiziertes Schiff. Sieht aus wie ein Kreuzer. Passt zu keiner bekannten Signatur. Kreuzer ändert Kurs. Befindet sich auf Abfangkurs. Das kann nicht sein. Unsere Tarnsysteme sind aktiviert. Es ist völlig unmöglich, dass ein Geth... Es sind nicht die Geth. Festhalten! Ausweichmanöver! Presley! Kinetische sind unten! Hülle mehrfach beschädigt! Waffen offline! Löscht mal das Feuer! Shepard? Notsignal bereit zum Start. Wird die Allianz rechtzeitig hier sein? Die Allianz wird uns nicht im Stich lassen. Wir müssen nur durchhalten. Alle in die Rettungsshuttles. Joker ist immer noch im Cockpit. Er lässt sich nicht evakuieren. Ich werde auch nicht gehen. Verfrachten Sie die Crew in die Evakuierungsshuttles. Ich kümmere mich um Joker. Shepard! Liara, weg hier! Jetzt! Ei, ei. Alle rein da! Los, los, los! Alter, das schaut schon viel besser aus, ne? Ich meine, das ist jetzt 3 Jahre nach dem 1er Spiel, ist das erschienen. Ach, der hat das Schutzschild extra im Cockpit? Stark. Ich weiß halt auch fast nichts mehr. Ich glaube, ich weiß aus dem 2er noch weniger wie aus dem 1er. Kommen Sie, Joker! Wir müssen hier raus! Nein, ich lasse die Normandy nicht im Stich. Ich kann sie immer noch retten. Die Normandy ist verloren. Wir müssen aber nicht gemeinsam untergehen. Ja, okay. Helfen Sie mir auf. Sie kommen für einen weiteren Angriff zurück. Thank you.
Damit hat keiner gerechnet. Niemand hat damals damit gerechnet, dass er drauf geht. Mass Effect Genesis ist ein interaktiver Comic, der die Ereignisse von Mass Effect 1 zusammenfasst. Bisherige Geschichte lesen? Nee, brauchen wir nicht. Ich meine, wir haben es erst gespielt. Commander Shepard wurde geboren. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter. Hat das jetzt was geändert? Nee. Importiertes Gesicht annehmen. Das mal nehmen wir einen anderen. Weil das letzte Mal haben wir es ja vergeigt. Infiltrator, Frontkämpfer, Wächter, Experte, Techniker. Was war Wächter? Machen wir mal durch. Soldat. Hochrangiger Agent sind im Okular-Synapsenprozessoren ausgerüstet, die beim Konzentrieren auf Ziele eine tödliche Präzision ermöglichen. Ausgebildete Kräfte, Adrenalinstoß, Betäubungsstoß, Waffenausbildung, Sturmgewehr, Schrot, Präzision, schwere Pistole. Präzision, schwere Pistole, Maschinenpistole, Frontkämpfer. Weil man Infiltrator sind mit einem Tarnsystem ausgerüstet, mit dem sie sich kurzzeitig der Entdeckung entziehen können, was ihnen einen klaren taktischen Vorteil verschafft. Frontkämpfer sind mit L5N-Implantaten ausgestattet, wodurch. Ach, du siehst dann, wo diese Implantate angebracht werden, die was man gerade gesehen hat, ne? Frontkämpfer sind mit L5N-Implantaten ausgestattet, wodurch sie einen biotischen Sturmangriff ausführen können, der den Gegner zu einem mit großer Gewalt trifft und den Frontkämpfer zum anderen direkt in den Nahkampfreichweite bringt. Wächter. Ablative Panzerungssystem, das es gibt, und sind damit optimal geschützt. Im Fall einer Überlastung betäubt das System alle Feinde in unmittelbarer Nähe. Deckpanzerung, Werfen, Warp, Überlastung, Kryostrahl. Schwere Pistole und Maschinenpistole. Experte. Sturmgewehr. Hat denn kein anderer noch ein Sturmgewehr? Was soll denn das? Ich würde Sturmgewehr benutzen. Da kann ich halt echt nur ihn nehmen, wenn ich das machen will. Munitionsausbildung, Brand, Krypto, Disruptor. Ja, aber dafür habe ich eigentlich die anderen auch, ne? Taktische Tarnung, Verbrennung, KI-Hacken. Maschinenpistole, schwere Pistole, Präzisionsgewehr. Ich würde gerne wieder Sturmgewehr benutzen, ne? Aber es gibt scheinbar echt nur einen, der ein Sturmgewehr benutzen kann. Oder beziehungsweise richtig benutzen kann, das ist ein Soldat. Was mich gerade ein bisschen nervt, wenn ich ehrlich bin. Wie ist auch das ganze Nervensystem? Infiltrator? Techniker können Kampfdrohnen einsetzen, die Feinde ablenken und aus der Deckung zwingen. Experte. Die einen Mikrosingularität erzeugen können, die Feinde Schaden zufügen, die in die Luft ziehen. Singularität, Warp, Werfen, ziehen, Schockwelle. Experte ist scheinbar eher... Techpanzer, Infiltrator wäre vielleicht ganz gut, ne? Präzisionsgewehr, schwere Pistole, Maschinenpistole. Gibt es eigentlich auch eine normale Pistole? Ne, sind alle schwere Pistolen. Ah, ich bin gerade echt dran, dass wir doch wieder einen Soldaten nehmen. Ich würde schon gerne Sturmgewehr nehmen. Wobei aber wahrscheinlich schwere Pistole reicht eigentlich auch, ne? Biotischer Sturmangriff ziehen und Schockwelle. Taktische Tarnung verbrennen, KI-Hacken. Tech-Panzerung werfen, Warp-Überlastung, Kryostrahl. Der wäre halt ein Multi. Wächter sind einzigartige, sie bestreiten ihre Kämpfe sowohl mit Tech als auch mit biotischen Fähigkeiten. Beides beherrschen sie nicht ganz so gut wie Experten und Techniker, aber sie sind enorm fies und kommen mit jeder Situation zurecht. Deckpanzerung, Werfen, Warp, Überlastung, Kryostrahl, schwere Pistole, Maschinenpistole. Ah komm, egal, wir spielen Wächter. Auf Erde geboren, einzig Überlebende, Ruf, einzig Überlebende.
Klasse Wächter. Welchen Wächter spielen? Ah, ich weiß es nicht. Komm, wir haben die anderen, Alter. Wir können machen, was wir wollen mit den anderen. Und wenn der Shepard drauf geht, dann sind die anderen auch tot. Er reagiert auf externe Stimuli. Er nimmt seine Umgebung wahr. Oh Gott, Miranda. Ich glaube, er wacht auf. Wilson, er ist nicht so weit. Geben Sie ihm das Beruhigungsmittel. Shepard, nicht bewegen. Einfach liegen bleiben. Ganz ruhig. Herzfrequenz steigt. Gehirnaktivität mit vollem Ausschlag. Werte sind gleich im roten Bereich. Es funktioniert nicht. Noch eine Dosis, sofort. Herzfrequenz sinkt. Werte gleich wieder im normalen Bereich. Das war zu knapp. Wir hätten ihn beinahe verloren. Ich hab doch gesagt, Ihre Schätzwerte sind falsch. Rechnen Sie es nochmal. Aufwachen, Commander. Shepard, hören Sie mich, raus aus dem Bett, sofort! Die Anlage wird angegriffen! Shepard, Ihre Narben sind noch nicht verheilt, aber Sie müssen sich jetzt in Bewegung setzen. Die Anlage wird angegriffen. In dem Spind auf der anderen Seite ist eine Pistole. Schnell! Greifen Sie sich die Pistole und die Panzerung. Wir haben keine Zeit, auf irgendwas zu warten, Shepard. Schnappen Sie sich Ihre Waffe und die Panzerung. Es steckt kein Thermomagazin in der Pistole. Was ist ein Thermomagazin, Alter? Kann ich nachladen? Nein, ich kann nicht nachladen. Das Sicherheitssystem, um sie zu töten. Da. Suchen Sie ein Thermomagazin für Ihre Pistole. Nachladen. Oh ja, jetzt muss ich ja wirklich nachladen. Eine Barrikade errichtet, um die Max aufzuhalten. Achtung! Weiter, wir müssen sie zu den Shuttles bringen. Er hatte jetzt auch eine neue Stimme und scheinbar hat Liara auch eine andere Stimme gehabt, das habe ich schon gar nicht mehr gewusst. Oh, endlich kann ich wieder nachladen, Alter, das war so ätzend im ersten. Shepard, Sicherheitsmax nähern sich ihrer Bus. Hä? Oh. Hä? Weiß halt auch einfach mal drauf hat, Mann. Die Lia. Was? Keine Zeit verschwenden. Ich kann die Max nicht lange ablenken. Wir stellen sich auch so von fetten Mac hin, Alter. Ihr seid doch ein wenig dumm, oder? Jetzt mal ernst. Neue Verstärkung in ihre Richtung unterwegs. Oh, alle tot. Beeilung, zur Tür, schnell. Das ist super. Geben Sie in den nächsten Raum. Ich versuche Sie dort. Shepard, hören Sie mich? Hier sind mehrere Max. Sie nähern sich meiner Position. One save. Erstmal Credits abschreiben. Die Kosten dieses Projekts sind astronomisch. Bisher über 4 Milliarden Credits. Aber niemand scheint es zu interessieren, dass wir das Budget überschritten haben. Ich weiß ja nicht, woher der Boss so viel Geld nimmt. Er ist vielleicht auch besser so. Ich würde mir nur wünschen, dass er hin und wieder mal ein Sümpchen in meine Richtung schiebt. Ich wäre eher dafür, dass er ein Sümpchen in meine Richtung schiebt. Was wollt denn ihr ständig davon? Ihr seid nur in irgendeinem Videospiel. Sind wir von simpler Rekonstruktion der Organe zu biosynthetischer Fusion übergegangen. Die
ersten Resultate sind vielversprechend. Okay. Als ob sie den Shepard sterben lassen. Der Typ hat dich mit einer Rakete weggebombt, was hätte ich denn machen sollen? Warum lässt man den Datenlog auf den Computer? Ich meine, der ist irgendwo mitten in dem Gang. Er ja, schaut halt schon geil aus, Alter. Mit der neuen, mit der abgedateten Grafik und alles. Die Schwerkraft ist ganz. Voll im Ziel! Ziel am Boden! Was machen Sie denn hier? Ich dachte, Sie wären noch gar nicht fertig. Gehören Sie zu Miranda? Ja. Tut mir leid. Ich habe vergessen, dass das alles neu für Sie ist. Ich heiße Jacob Taylor. Ich bin hier stationiert seit... Feinde entdeckt. Scheiße. Es muss schlimmer sein, als ich dachte, wenn Miranda Sie hier rumlaufen lässt. Ich sag Ihnen alles, aber erst sollten wir Sie mal zum Shuttle bringen. Was ist mit den Max? Sicherheit. Normalerweise kämpfen Sie für uns. Jemand muss sie gehackt haben. Das ist eigentlich unmöglich, außer man hat Zugriffsrechte. Wir müssen sie hier rausbringen, Shepard. Es ist Ihre Station, Jacob. Ich folge Ihnen. Schritt 1. Wir erledigen diese Dreckskerle aus Metall. Wir haben zwar kaum noch Thermomagazine, aber ich bin Biotiker. Geben Sie einfach Befehl, wenn ich auf irgendwas mit der guten Munition schießen soll. Warte mal, es war dann so... Ziehen. Mitziehen. Dich mal. Sie ziehen sich zurück. Mir haben sie zerstört. Das ist ein Sind bisschen... Sie bereit, von dieser Station zu verschwinden? Bevor wir irgendwo hingehen, brauche ich ein paar Antworten. Sicher. Was möchten Sie wissen? Sie sagten, mein Wiederaufbau habe 2 Jahre gedauert. Wie schlimm waren denn meine Verletzungen? Ich bin kein Arzt, aber es war echt übel. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, waren sie nur ein Haufen Fleisch mit Schläuchen. An jedem anderen Ort hätte man sie nur noch in einen Sarg geschaufelt. Aber nicht beim Lazarus-Projekt. Neueste Technologie. Was meinen Sie damit? Klonen? Kybernetik? Die Einzelheiten kenne ich nicht. Da müssen Sie die Wissenschaftler fragen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Sie kein Klon sind. Man wollte Sie genauso zurückbringen, wie Sie vorher waren. Sie sind immer noch Sie selbst. Vermutlich nur ergänzt durch ein paar neue Teile hier und da. Was können Sie mir über das Projekt erzählen? Gab es andere Testsubjekte? Das Lazarus-Projekt hatte nur ein Subjekt. Es ging ausschließlich darum, sie zurückzubringen. Nur sie. Selbst das war eine gewaltige Aufgabe. 2 Jahre. Die besten Wissenschaftler. Und die beste Technologie, die man für Geld kaufen kann. Wissen Sie irgendwas über diesen Angriff? Wer steckt dahinter? Und worum geht es dabei? Keine Ahnung. Ich wollte gerade ein Nickerchen machen und dann... Bumm! Mehrere Explosionen. Und dann eröffnet plötzlich jeder Mech auf der Station das Feuer. Auf uns. Ich vermute, die haben hier jemanden eingeschleust. Man braucht die oberste Sicherheitsfreigabe, um alle Mechs hacken zu können. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist die Explosion der Normandy. Hat sonst noch jemand überlebt? Fast alle sogar. Aber einige Servicemen aus den unteren Decks kamen nicht mehr raus. Navigator Presley fiel einer Explosion zum Opfer. Aber alle anderen, auch die, die nicht zur Allianz-Crew gehörten, wie Asari, Liara und die Quarianerin, sind lebend rausgekommen. Wissen Sie, was die heute so machen? Nein, weiß ich nicht, Commander. Es ist 2 Jahre her. Sie haben weitergelebt, die Allianz verlassen. Sie könnten überall sein. Sie waren mein Team. Wenn Sie wüssten, dass ich am Leben bin, würden Sie zurückkommen. Vielleicht können Sie sie ausfindig machen, wenn wir die Station verlassen haben. Falls wir die Station jemals verlassen. Was ist Ihre Aufgabe hier? Kommt drauf an, wen Sie fragen. Eigentlich bin ich Mirandas bester Lieutenant. Aber offiziell bin ich nur ein Soldat.
Ich habe vorher 5 Jahre bei der Allianz gedient. Jetzt bin ich zuständig für die Sicherheit dieser Station. Meistens ist es langweiliger als jetzt. Normalerweise benutze ich meine Waffe nur bei Zielübungen. Die lustige Sache ist ja das. Ich meine, das ist mir schon vorher aufgefallen, aber um uns herum explodiert alles. Du hörst ständig irgendwelche Leute sterben und sonst irgendwas. Und wir unterhalten uns da aber schon wegen Smalltalk. Wer sind Sie? Was machen Sie da? Wer ist Miranda? Als ich aufgewacht bin, hat jemand namens Miranda über Funk mit mir gesprochen. Der Kontakt brach ab, kurz bevor ich Sie getroffen habe. Miranda Lawson ist der leitende Offizier der Station. Sie hat das Lazarus-Team befehligt. Es war ihr Job, sie ins Leben zurückzuholen, koste es, was es wolle. Hätte mir denken können, dass sie versucht, sie zu retten. Sie wird sie jetzt bestimmt nicht aufgeben. Sie sagten, der Kontakt sei abgebrochen. Haben Sie eine Idee, was genau passiert sein könnte? Es gab Schüsse und eine Explosion, direkt bevor ich sie verloren habe. Sie kann durchaus selbst auf sich aufpassen. Trotzdem hoffe ich, dass sie in Ordnung ist. Okay. Und ich muss auch dazu sagen, mir gefällt seine Stimme. Das ist das, warum ich so irritiert war beim ersten. Da dachte ich mir, wie zur Hölle hört der sich an? Der hört sich doch voll schlecht an. Man gewöhnt sich dran. Aber man ist halt von Mass Effect 2 und 3 diese Stimme gewöhnt. So, also, verschwinden wir von mir. Was ist der schnellste Weg zu den Shuttles? Kommt drauf an, wo die meisten Mechs sind. Vermutlich ist es am besten, wenn wir... Test! Test! Ist jemand auf dieser Frequenz? Lebt da draußen noch jemand? Hallo? Wilson, hier ist Jacob. Commander Shepard ist bei mir. Wir haben gerade eine Welle von Mechs im D-Flügel erledigt. Shepard lebt? Wie zum Teufel? Ach egal. Sie müssen ihn da rausbringen. Gehen Sie zu den Wartungstunneln und dann Richtung Netzwerk-Kontrollraum. Verstanden, Wilson. Bleiben Sie auf dieser Frequenz. Ich erinnere mich an einen Wilson. Er hat mich untersucht, als ich mal kurz aufgewacht bin. Das ist richtig. Er ist der leitende Medizintech. Und da steht direkt Miranda. Kommen Sie. Die Wartungstunnel sind da entlang. Und um es mal kurz zu machen, das ist ein einigermaßen cooler Charakter. Nicht jetzt, weil er schwarz ist. Ich meine, die Schwarzen sind immer cool, ne? Also in Spielen und so. Ist das rassistisch? Ich habe keine Ahnung. Heutzutage fragt man sich bei jedem Scheiß irgendwas. Was ich eigentlich nur sagen wollte, im Vergleich zum Kaidan oder zur Ashley. Ich meine, die Ashley war einfach nur, ja, ein bisschen harte Soldatin, die totales Problem mit Aliens hatte. Und der Kaidan, ich habe kaum mit ihm geredet, aber er war einfach ein langweiliger Waschlappen. Kann ich wieder meine Waffe wegstecken? Ja, das Feld ist sicher! Wir wurden entdeckt. Verdammt, Wilson. Dieser Raum ist voller Mechs. Die ganze Station ist voller Mechs. Ich gebe wirklich mein Bestes. Zieh den mal raus da. Reise. Oh. Hey, warte, wo kommst du her? Was habe ich eigentlich für Fähigkeiten? Disruptor-Munition zerreißt Schilde, das sind diese synthetische Feinde. System für Spezialmunition nicht eingerichtet. Sie müssen für uns einen anderen Weg hier rausfinden. Vorzugsweise einen, der nicht direkt zu einer feindlichen Einheit führt. Oh Gott, Sie haben mich gefunden! Hilfe! Wilson, wo sind Sie? Serverraum B, schnell! Sie sind völlig außer Kontrolle! Die Treppen rauf, Shepard! Erstmal zuhören. Das Objekt ist abgeschlossen, aber die mentalen und neurologischen Funktionen müssen alle noch überprüft werden. Unsere Befehle waren eindeutig, Commander Shepard wieder genauso herzustellen, wie er vor der Explosion war, mit der gleichen Moral und Persönlichkeit. Wenn wir seine Identität in irgendeiner Weise verändern, wenn er nicht mehr der gleiche Mann ist wie vorher, ist das Lazarus-Projekt ein Fehlschlag. Ich werde nicht zulassen, dass das geschieht. Und da merkt er auch, ihr habt ja auch die Geth oder Liara. Die sprechen halt jetzt die englischen Dinge halt auch Englisch aus. Shepard, hier unten. Hey Wilson. Die Schweine haben mir ins Bein geschossen. Oh. Sie waren da, als ich zum ersten Mal das Bewusstsein wiedererlangte. Ja, das war ich. Können wir bitte erst darüber reden, wenn mein Bein versorgt ist? In der Notfallstation da drüben an der Wand müsste Medigel sein. Hoffentlich reicht es, um ihn wieder auf die Füße zu stellen. Holen Sie das Medigel aus den...
Hab's zwar schon. Wo kann ich jetzt Medigil nehmen? Einigkeit wählen. Ah. Danke, Shepard. Hätte nicht gedacht, dass Sie mir mal das Leben retten. Damit sind wir dann wohl quitt. Ich dachte, ich könnte die Sicherheitsmax vielleicht runterfahren. Aber wer immer hier war, hat das ganze System geröstet. Da geht gar nichts mehr. Wir haben nicht gefragt, was Sie gemacht haben. Warum haben Sie überhaupt eine Freigabe für die Sicherheitsmax? Sie haben in Bioflügel gearbeitet. Haben Sie nicht zugehört? Ich kam hierher, um die Sache in Ordnung zu bringen und außerdem wurde ich angeschossen. Wie wollen Sie das erklären? Ich kenne keinen von Ihnen. Gehen wir an einen sicheren Ort, um zu klären, wer die Schuld an allem trägt. Richtig, Shepard. Aber wir müssen Miranda finden. Wir können sie nicht zurücklassen. Vergessen Sie Miranda. Sie war drüben im D-Flügel. Der Sektor war voller Max. Das kann sie unmöglich überlebt haben. Ein paar Max schaffen Miranda nicht. Sie lebt noch. Und wo ist sie dann? Warum haben wir nichts von ihr gehört? Es gibt nur zwei mögliche Erklärungen. Sie ist entweder tot oder sie hat uns verraten. Weshalb hat sie mich dann aufgeweckt und vor dem Angriff gewarnt? Okay, vielleicht hat sie uns nicht verraten. Aber das ändert nichts an den Tatsachen. Wir sind hier, sie ist es nicht. Wir müssen uns selbst retten. Die Shuttlebucht ist nur ein paar... Heilige Scheiße! Wir können die Behälter überlassen, um einen Weg zu den Shuttles freizuräumen. Ach so, explosive Kisten. Ach, Überlastung. Ach, der Typ kann Überlastung. Oh. Es reicht. Verschwinden wir von hier. Okay, wir haben sie erledigt. Aber langsam wird's eng. Shepard, wenn ich Ihnen sage, für wen wir arbeiten, vertrauen Sie mir dann? Das ist jetzt wirklich der falsche Zeitpunkt, Jacob. Wir schaffen es nicht, wenn er mit einem Schuss in den Rücken rechnet. Wenn Sie den Boss verärgern, riskieren Sie Ihren Arsch dabei, Jacob. Das Lazarus-Projekt. Das Programm, das sie wiederhergestellt hat. Finanziert und kontrolliert wurde es von Cerberus. Alter, nie davon gehört, weil ich keine Mission dazu gemacht habe. Als ich ein Spectre war, habe ich mehrere Cerberus-Projekte zerstört. Ich sollte dafür mit dem Leben bezahlen. Woher der plötzliche Sinneswandel? Die Antwort darauf übersteigt meine Sold-Gruppe. Aber im Prinzip, naja, die Dinge ändern sich. Die Allianz hat sie für tot erklärt. Sie hat sie aufgegeben. Cerberus hat ein Vermögen ausgegeben, um sie zurückzubringen. Also, ich wäre auch misstrauisch. Aber jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Ich dachte, sie verdienen es, Bescheid zu wissen. Sobald wir von der Station runter sind, bringe ich sie zum Unbekannten. Er wird ihnen alles erklären. Versprochen. Zum Unbekannten? Ist der für all das verantwortlich? Ja, natürlich heißt er nicht wirklich so. Niemand weiß, wer sich dahinter verbirgt. Es war ein Codename der Allianz für ihn. Und der ist ihm dann irgendwie geblieben. Also gut, wenn ich hier keine Antworten mehr kriege, sollten wir uns auf den Weg machen. Es ist nicht mehr weit bis zur Shuttlebucht. Schalten Sie 15 neue Mass Effect 2 Codex-Anträge frei. Das Lustige an der ganzen Sache ist ja, ihr habt ja die Risse gesehen in seinem Gesicht. Oh ja, und die Ressourcen da unten, die sind auch teilweise, glaube ich, für irgendwas noch wichtig, aber ich habe schon wieder vergessen, für was. Speichern wir mal. Alter, wir speichern schnell, fuck. Wenn ich mich noch recht erinnere, wenn du viel, auch wenn du auf die gute Seite gehst, also wieder vorbildlich und... Tagebuch, Codex. Ach, da Gruppe. Kriegst du so weiße Risse und wenn du aufs, in die böse Richtung gehst, wird der Shepard, glaube ich, eher so... Hey, die pennen ja alle. Wird der Shepard, glaube ich, eher so aschfahl, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob er aschfahl wird, aber auf jeden Fall hat er dann rote Risse. Da lang? Nee, da lang. Ich hab doch mal lang durchgehalten, meine Freunde. Als ob ich dich nicht sehen würde.
Schwerkraft ist ganz schön fies, was? Nö, passt schon. Okay, wir sollten vielleicht stehen bleiben, das wird vielleicht mehr nutzen. Oh, da geht's. Uah! Alter! Gibt's in dieser ganzen verdammten. In diesem ganzen verdammten Kaff keine Sturmgewehr? Los, hier entlang! Wir sind fast bei Miranda! Aber sie waren doch. Tot? Was zum Teufel machen Sie da? Mein Job. Wilson hat uns alle hintergangen. Ja, wie mein Systemzeug sogar noch leuchtet. Sie können ihn nicht befragen. Auch wenn Sie sich sicher sind, hat er so eine Begrüßung verdient? Er hat die Sicherheitssysteme sabotiert, meine Leute getötet. Und als nächstes wären wir dran gewesen. Sind Sie da ganz sicher, Miranda? Wir kennen Wilson seit Jahren. Was ist, wenn Sie sich irren? Ich irre mich nie. Ich dachte, das hätten Sie mittlerweile begriffen, Jacob. Ich hatte immer das Gefühl, Wilson würde nur auf eine Gelegenheit warten, mir in den Rücken zu schießen. Gute Instinkte. Manche Leute sind einfach zu vertrauensselig und merken es erst, wenn es zu spät ist. Kommen Sie, schnappen wir uns das Shuttle und dann nichts wie weg von hier. Mein Boss will mit Ihnen reden. Sie meinen den Unbekannten? Ich weiß, dass Sie für Cerberus arbeiten. Ach, Jacob. Ich hätte wissen müssen, dass Ihr Gewissen Sie übermannt. Den Commander anzulügen ist keine gute Methode, um ihn auf unsere Seite zu ziehen. Nun, da wir ohnehin gerade alles offen ausbreiten, haben Sie vielleicht sonst noch irgendwelche Fragen, bevor wir starten, Commander? Wie praktisch, dass Sie erst hier aufkreuzen, als wir gerade gehen wollen. Wo waren Sie während des Angriffs? Abgesehen davon, Ihr Leben zu retten? Wilson hat rausgefunden, dass ich Ihnen geholfen habe und eine ganze Armee Max auf mich gehetzt. Ich kam hierher so schnell ich konnte. Womöglich ein wenig zu schnell, wenn Sie Wilson fragen. Was ist mit dem Rest der Stationsbesatzung? Das ist die Evakuierungszone. Wenn Sie jetzt nicht hier sind, kommen Sie auch nicht mehr. Wir können nicht weg, ohne absolut sicher zu sein. Wir müssen zurück und nachsehen. Kapieren Sie es nicht? Gerettet muss hier nur einer werden, und zwar Sie. Alle anderen sind entbehrlich. Sie hat recht. Wir kannten alle die Risiken, als wir uns gemeldet haben. Ohne Sie hat das alles keinen Sinn. Wohin fliegen wir? Zu einer anderen Cerberus-Anlage. Der Unbekannte wartet dort auf Sie. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen vertraue. Das ist das einzige Shuttle, das die Station verlässt. Aber wenn Sie bleiben und zusammen mit den Max verrosten wollen, bitte sehr. Sie sind die Leiterin des Lazarus-Projekts, richtig? Stimmt. Ich habe 2 Jahre meines Lebens in dieses Projekt investiert. In Sie. Was will Cerberus von mir? Das sollten Sie den Unbekannten fragen, wenn Sie ihn treffen. Er hat nahezu unbegrenzte Mittel für Lazarus zur Verfügung gestellt. Offensichtlich hat er etwas mit Ihnen vor. Ich habe für den Rest meines Lebens genug von dieser Station. In Ihrem Fall sind es sogar 2 Leben. Gehen wir. Explodiert jetzt dann eigentlich? Bevor Sie den Unbekannten treffen, müssen wir noch ein paar Fragen zur Beurteilung Ihres Zustands klären. Kommen Sie schon, Miranda. Noch mehr Tests? Shepard hat die Max ohne Probleme erledigt. Das muss doch reichen. Der Angriff war vor 2 Jahren. Der Unbekannte muss wissen, dass Shepards Persönlichkeit und Gedächtnis intakt sind. Deshalb die Fragen. Wie bitte? 2 Jahre? So lange war ich weg? 2 Jahre und 12 Tage. Den Großteil davon lagen sie auf einem Operationstisch. Je früher wir damit anfangen, desto schneller sind wir fertig. Beginnen wir mit der persönlichen Vergangenheit. Okay. Den Unterlagen zufolge sind sie auf der Erde aufgewachsen. In schlechtem Milieu, ohne Eltern. Sie haben sich zum Militär verpflichtet und den Angriff eines Dreschlons überlebt, dem der Rest ihres Teams zum Opfer gefallen ist. Erinnern Sie sich daran? Ich habe an dem Tag viele Freunde verloren.
So ein Erlebnis verändert dich. Und es kann dich zerbrechen, wenn du es zulässt. Ich habe den Bericht gelesen. 50 Marines sind auf Akkus gefallen. Nur sie nicht. Zufrieden, Miranda? Fast. Versuchen wir es mit was Aktuellerem. Wormeyer, wo sie Sarens Klonanlage zerstört haben. Sie mussten ein Mitglied ihrer Gruppe zurücklassen, das bei der Explosion gestorben ist. Gunnery Chief Ashley Williams ist im Einsatz gefallen. Sie waren dafür verantwortlich. Warum haben Sie sie zurückgelassen? Ich habe an diesem Tag eine Freundin in den Tod geschickt und das ist mir nicht leicht gefallen. Aber ich musste so viele retten wie möglich. Ash hat ihr Leben für den Rest des Teams gegeben. Ohne sie hätte ich Saren nicht aufhalten können. Sie starb als Heldin. Ich verstehe, Commander. Ich wollte Ihre Entscheidung auch nicht anzweifeln. Jeder bei Cerberus weiß, dass die Klonanlage zerstört werden musste. Es gibt noch weitere wichtige Tests. Kommen Sie schon, Miranda. Schluss mit dem Quiz. Das Gedächtnis ist da und für Shepards Kampffähigkeiten kann ich persönlich bürgen. Vermutlich haben Sie recht. Hoffentlich akzeptiert der Unbekannte unseren kleinen Feldtest als ausreichend. Wie weit kann dieses kleine Shuttle eigentlich fliegen?